Weil die sind da oben in der Ecke, wo meine Kampfpanzer und der Flakgrad stehen, richtig gut aufgehoben. Sehr schön, den Decoy hat er gefressen. Okay. Während Andy da oben erstmal aufräumt, schaut Conway, dass da keine weiteren Einheiten durchkommen. Das ist jetzt mal vorerst der Plan. Dann können wir langsam, aber sicher den guten Sturm mal ein bisschen zurückdrängen. Das wäre doch mal was. Ja. Ja, und bevor wir mit dem Aufräumen anfangen, der hier muss auf jeden Fall noch weg, weil ich kann hier keinen Raketenwerfer brauchen, der mich von da hinten wieder die ganze Zeit beschießt. Und wenn Andy mit dem Aufräumen fertig ist, hat er eine Armee, die hoffentlich groß genug ist, dass sie Sturm dann langsam aber sicher überrennen kann. Das ist aber nett von ihm. Ich habe bloß das Gefühl, dass die nächsten Meteors nicht mehr unbedingt bei Grid reingehen, weil jetzt die Armeen von Andy und Kanbei langsam etwas größer werden. Es sei denn, ich erweitere den Comet Catcher da unten ein bisschen. Ja. Apropos. Okay, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Was weg ist, ist weg. Er hat so viel Jäger da oben noch. Kopter bauen lohnt sich da noch nicht wirklich. Nächste Runde hat er höchstwahrscheinlich wieder einen Meteor. Und ich glaube, ich baue jetzt mal mit Absicht keine Flugeinheiten mehr. Einfach, weil er gerade diese zwei Jäger auf seinem Flughafen draufstehen hat. Und ich habe das Gefühl, der bewegt ihn nur noch, wenn er überhaupt irgendwo Flugeinheiten sieht. Und solange die seine Flughäfen blockieren, habe ich keine Flugeinheiten mehr, um die ich mich scheren muss. Das ist zumindest jetzt mal eine Theorie. Mal schauen, ob die in der Praxis so aufgeht. Mal sehen, ja. Wenn ich mich nicht mehr um Flugeinheiten kümmern müsste und mich einfach nur um den Ground War kümmern muss. Das Aufräumen geht voran. Okay. So viel dazu. Jetzt bauen wir ein paar Infanterieeinheiten, damit wir die Städte da oben noch besetzen können. Und den Raketenwerfer machen wir auf jeden Fall noch kaputt, weil der nervt hier am meisten.
schaut's nein nicht aus. Kann bei Macht die Runde noch was kaputt. Das heißt. Ich krieg einen Meteor. Den Comet Catcher müssen wir verstärken. Das müsste Nummer 5 oder 6 sein. Und es funktioniert schon wieder. Fuck, ich hab jetzt nicht daran gedacht, dass der mit der Mech-Einheit hier auch noch angreifen könnte. Der schöne Raketenwerfer. Normalerweise greift die KI hier in dem Spiel mit Infanterie und Mech-Einheiten nicht wirklich an. Ist für die ein einfach nur ein Infanterie und Mechanheiten sind für die KI nur Möglichkeiten, Gebäude zu besetzen. Angreifen tun sie damit normal nicht. Ja. Es ist nur ganz, ganz selten, dass sie das mal machen. Also ich hab's schon ein paar Mal erlebt, aber das war jetzt mal einer dieser Momente, wo sie es gemacht haben. Wievielte Runde ist das schon? Der wievielte Tag? Ups, das wollte ich jetzt nicht machen. Wir sind Tag 18. Das ist eigentlich schon viel zu viel. Den kann ich genauso gut stehen lassen. Andy hat momentan die beste Streitmacht. Also neben der von Sturm natürlich.
hier. Flughäfen will ich sowieso nicht mehr benutzen. Lass mal unten einfach mal stehen. Verstärkt den Comet Catcher noch. Wie liegt der überhaupt rein? Der Sturm hat mir gerade viel zu viel Geld. Seine Powers müssten mittlerweile so langsam chargen, dass der ja, noch weit davon entfernt ist. Sieht doch ganz gut aus, bis jetzt. So, er hat keine Einheiten mehr hinter meinem Fluss, bis auf den einen APC mit 3 HP, der mich wirklich nicht wirklich interessiert. So.
Oh, sehr schön. Okay. Bis auf den einen Medium Tank wieder alles wegbekommen. Comet Catcher sieht auch wieder ziemlich gut aus. Wobei der da oben gerade ein bisschen anfälliger für einen Kometen wäre. Ja. Hat ihn noch nicht. Noch. Boah, ich glaube, ich spiele heute Mittag. Heute Nachmittag spiele ich ein bisschen Risen. Oh, wir haben schon abends. Egal. Nachher, nach der Aufnahme. Risen. So. Okay, hat immer noch keinen Meteor, das ist sehr gut. Nämlich erst nächste Runde, dann kann ich meine Einheiten noch mal ein bisschen verteilen. Jetzt hat er dann. Das macht 66 und das macht 61, okay. Da unten stehen zwei Raketenwerfer. Wenn er da reingeht, erwischt er mal drei Mediums. Allerdings habe ich da unten noch ein bisschen mehr. Ist ein Risiko, wenn ich das so stehen lasse eigentlich. Mit denen erwischt er mir ja eigentlich auch noch. Und ein Panzer. Das ist ganz schön heftig, wenn er mal in die Infanterie da reingeht. Ich baue den Comet Catcher lieber noch ein bisschen stärker. Kann ja nie sicher gehen.
Kanbei hat einen Morale Boost. Okay, bitte wieder bei Grit, das wäre nämlich sehr, sehr lieb. Ja, macht er doch. Meteoritenregen. Ich hoffe mal, dass das der letzte Meteor Strike war. Mit dem komme ich doch da auch hin, oder? Ja. Mit den Distanzwaffen kann ich erst wirklich was anfangen, wenn hier irgendwo eine Mauer steht. Vorher will ich die da gar nicht reinbewegen, das wäre Verschwendung. Der Morale Boost lohnt sich gerade nicht wirklich. Kanbei hat eh gerade nur 3 Einheiten. Sturm produziert nur noch Medium Tanks. Wieso hat der so viel Geld? ...49.000 und gibt nur 19 davon aus? Okay. Kein Wunder, dass da nur noch Medium Tanks kommen. Wenn er so viel Geld hat. Ich glaube, ich hole mir noch Kaffee. We need more coffee. Ja.
Müssen hier mal ein paar Medium Tanks wegkriegen. Wobei es eigentlich das Allerschlauste ist, seine Infanterieeinheiten wegzumachen. Weil die KI hat irgendwie immer so einen Tick. Die KI will nämlich irgendwie immer ziemlich genau 4 Infanterie- oder Mech-Einheiten haben. Okay. Und, so, und wenn, wenn sie die, wenn sie diese nicht hat, dann produziert sie die nach. Und egal wie viel Geld sie gerade haben oder egal wie sinnvoll es gerade ist, die wollen immer 4 Infanterieeinheiten haben. Weg mit diesem verdammten Raketenwerfer. Und dann können wir anfangen, ihn weiter zurückzudrängen. Machen wir mal so. Damit kann bei der nächsten Runde durchkommt.